jetzt, dass wir versuchen, die Realität zu verändern. Da können wir vielleicht doch Ares Tod verhindern. Verdammt, wie machen sie das? Das ist wohl der eigentliche Gegner. Doch. Kümmern wir uns erst um die. Okay, machen wir den hier. Kein Problem. Helf doch mal mit, Mensch. Ne, den da. Gib mir noch eine Power. Okay, sehr schön. Und zwar. Ne, wo war denn das, wo der richtig krass fett Schaden kriegt, ist der hier, ne? Das ist unsere Chance. Ich setz noch einen drauf. Ja. Hat er jetzt Schaden gekriegt oder nicht? Achso, doch, ist besiegt, okay. War mir gerade nicht sicher. Übernimm mal. Ich mach das. Weiter, 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 weiter. Und bam! Provozieren hat die nächste Stufe erreicht. Hui. Und jetzt nochmal eine Foreshadowing oder was? Yep. Ist das unsere Zukunft? Oder war eure Zukunft? Mal gucken. Die Zukunft ist offen. Nicht schon wieder. Wir brauchen einen neuen Plan. Teilen wir uns auf. Wir bekämpfen sie gleichzeitig. Okay. Ich übernehme das Riesenteil. Ha! Dein Gegner bin ich. Nichts überstürzt. Überlass das mir. Erstmal Haste geben den Leuten. Damit jetzt zeige ich dir, was ich drauf habe. Hat noch keine Fähigkeit? Jetzt hat sie eine Fähigkeit. Magischer Ding. Was darf denn schon wieder sein? Da stehen wir durch. Ja, alle. Ah, Mut. Ifrit. Keine Ahnung. Und Shiva. Machen wir Shiva. Dein Einsatz. Naja, die können es ja so machen wie mit dem Marvel Universe, Cinematic Universe, ne? Wo sie sagen, dass. Das ist ja das Cinematic Universe mit dem Comic Universe nichts gemein hat, ne? Zurück.
Hallo? Anvisieren. 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 Schau mal den hier, der neben dir steht. Granate. Ist auch eine Szene von Advent Children, okay. Geschafft! Ja. Wer weiß, ja. Shiva darf auch mal mitmachen, okay. Sternstaub. Alle Szenen von Advent Children haben sie einfach vom Film genommen. Das ist auch geil. Was ist das? Scheint so. Na? Na, reicht schon. Das wird wehtun. Bei der Vergeltung. Eris. Nee, wer ist der? Claudio. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Wenn man die Zukunft weiß, kann man die Zukunft ändern? Aber sagen wir mal, du kennst die Zukunft nur so wie in deinen Träumen, ne? Von wem, du kennst sie immer nur so 10 Sekunden. Kannst du sie dann trotzdem noch ändern? Weil in dem Moment, wo sie passiert, ist es ja eigentlich schon zu spät. Dieses Déjà-vu, weißt du? Wo sind wir? Beeil dich, Cloud. Was geht hier vor? Das ist... Bitrate Killer.
stark der ist, ne? Dem Schicksal, Cloud. Konterstellung. Vollidiot. Und trotz Klappe. So, okay. Was ist los, Cloud? Volle Kraft! Interessant. Hast du das aus? Und los, komm und treff! Alter, 5000. Nice. Die mal vorher analysieren, ne? Tifa! In der Klemme? Immer. Bist du bereit? Immer doch. Flehe um dein Leben. Ja! Gib mir meine Leiste. Danke. Dann übernimm. Ich leg los. Kann ich schaffen. Unbekannt. Analyse ist wahrscheinlich nur ein Traum. Träumst du nachts von mir? Zack. Zum Angriff. Was? Gut vorbereitet. Da. Ganz auf Gott. Jetzt zeige ich dir, was ich drauf habe. Vollkommen fällig, los. Take advantage. Erstmal auf mich selber. Jetzt. Damit klappt es. Das ist schockanfällig, nicht wirklich. Da können wir mal Störung machen. Nee, den. Was tut das so? Arschloch! Jetzt
Schattenflamme. Ah. Ein Wunder, was das sein soll. Wegteleportiert die Sau. Sag mal den Text da weg. Was ist los, Alter? So geht es ja gar nicht. Harris war immer die ganz Liebe, die niemandem tun wollte, weißt du? Baut sie hier voll auf der Kacke, ey. Einmal durch den Dünndarm, danke. Leute. Hab ich schon mal gesehen, aber nicht so. Aber nicht in so einer guten Grafik. Sieh dich vor. Die Sphäre vor uns existiert noch nicht. Auch unser Planet soll einst ein Teil davon werden. Ich will nicht verschwinden. Ich will dich nicht auslöschen. Wo sind wir? Am Ende der Welt. Leih mir deine Kraft, Cloud. Lehn dich mit mir gegen das Schicksal auf. Vergiss es. Echt jetzt? Diese Szene kommt eigentlich erst am Ende des Spiels. Aber okay. Machen wir sie ruhig jetzt. Sekunden bis zum Ende. Aber es ist nicht zu spät. Die Zukunft entscheidest du, Cloud. So toll aus. Vizedirektor?
Direktor. Richtig. Vielleicht hat hier für das Spiel will nicht enden, ey. Ist schon längst vorbei, ey. Wird eigentlich draußen? Ich hab gewonnen. Echt jetzt? Warte. Hast du gesehen? Das ist ja wirklich wie Marvel Cinematic Universe. Hat bei dem eigenen Spiel nichts mehr zu tun anscheinend. What? Der ist ja gestorben auf dem Schlachtfeld, ne? Mehr will ich nicht sagen. Vielen Dank. Aber Zack ist an diesem Tag gestorben. Jetzt werden wir alle mit Glück gesegnet, oder was? What? Marlene? Komme! Oh. Papa? Marlene!
Warte auf mich. In welche Richtung sollen wir gehen? Mordkrater. Sephiroth. Solange er lebt, muss ich. Du hast ihn doch besiegt. Suchen wir ihn. Zusammen. Ich komme mit. Für die Verfolgung braucht ihr einen Fährtenleser. Ich bin auch dabei. Der Typ will schließlich den Planeten zerstören. Und ein Feind des Planeten ist ein Feind von Avalanche. Der Himmel macht mir Angst. The unknown journey will continue. Geschafft! Also die haben da echt krass viel neuen Content reingemacht. Und es sieht auch so aus, als wenn die irgendwie einen so auf Marvel Cinematic Universe machen wollen. Aber wir werden sehen. Wir müssen gucken, wie die anderen Teile sind. Teil 2 und Teil 3. Oder Episode 2 oder Episode 3. Ob die da irgendwas noch ändern von der Story. Weil, also Jesse haben sie jetzt gerade überhaupt nicht mehr gezeigt, ne? Aber Wedge ist noch am Leben, Biggs ist noch am Leben und die sind eigentlich alle tot gewesen in dem Hauptspiel. Wo die Platte eingestürzt ist, waren die alle tot. Fandst du so schrecklich, ja? Aber dafür hast du es gut ausgehalten, oder? Ach, guck mal, wer da wieder da ist. Hast du das Ende verpasst, Mädchen? Ja. Oder hast du wieder 40 Sekunden Delay?
Felix Meyer. Die einzigen Stimmen, die irgendwie nicht gepasst haben, war die von Reno und von Rufus. Ja, und Root eigentlich auch nicht, weil der hat auch eine bessere Stimme bei Advent Children. Der Rest war okay. War nicht schlecht. Ich fand es auch nicht schlecht. Also einige große Liebhaber der Serie, zu dem ich auch zähle. Also ich liebe Final Fantasy VII, wirklich. Ich habe das ja über 20 Mal schon durchgespielt. Das Original. Und ich liebe das Spiel, weil es einfach geil ist. Und also ich finde das Remake nicht schlecht. Nee, heute nicht mehr. Das machen wir morgen. Jetzt können wir noch eine Runde Fall Guys oder sowas spielen. Wenn ihr möchtet. Also ich fand's gut. Der eine Typ war ein bisschen over the top hier. Dieser eine neue Soldat-Typ da, der Blonde mit seinem Motorrad. Wo wir dann in diese Anlage eingebrochen sind. Um Jesse zu helfen. Der war so ein bisschen over the top, aber der Rest war eigentlich so, wie ich es auch kenne. Von den Charakteren her und so wie sie sich verhalten. Rene so ein bisschen durchgedreht. Root eher so der Ruhige. Also ich fand's gut. Hat sich stellenweise ein bisschen in die Länge gezogen. Aber war okay. Und viel, viel, viel neuer Content. Selbst als alten Hasen wie mir konnte man, ne, man konnte mich auch überraschen. Ja, wie gesagt, da gab es ja auch wieder neue Sachen und Sachen, die dazu addiert wurden und so. Aber die haben das Spiel nicht schlechter gemacht. Die Sachen, die dazu gemacht wurden. Nur der Schwierigkeitsgrad finde ich ein bisschen knackig. Also wenn ich so an das Original denke, das war pipi einfach. Das kannst du sogar nur mit einem Charakter durchspielen, wenn du willst, ne? Also kannst du mit, ich sag jetzt mal, Cloud-Only-Challenge, kannst du das easy durchspielen, das Spiel. Oder sogar ohne Materie. Ja, wenn du sagst, du verzichtest auf alle Materie, sockelst die auch nicht und so, kannst du es auch easy durchspielen. Also es ist wirklich nicht schwer, das Originalspiel. Aber das hat sich angefühlt wie ein Dark Souls, ey. Aber das habe ich ja schon mal gesagt, ne? Wenn ich Dark Souls spielen will, dann mache ich auch Dark Souls an. Nee, ich fand's klasse, also. Viele Sachen, die in dem Spiel relativ kurz waren, waren hier sehr ausgeweitet. Und also das zum Beispiel mit dem Geisterfriedhof da, ne, mit dem Eisenbahnfriedhof. Haben sie komplett krass erweitert. Auch so generell. Die ganzen Jesse, Bix und Wedge Story. Ich das gerade alles noch mal so sehe.
Die haben da echt viel Content reingemacht, also. Echt krass eigentlich. Und viele waren aber enttäuscht, was ich überhaupt nicht verstehen kann, warum die enttäuscht waren. Das Einzige, was mir wirklich extrem aufgefallen ist bei dem Spiel, dass du keine Wahlmöglichkeiten mehr hattest. Oder halt diese Sachen, die du vorher machen kannst, wo du dann auf CD2 oder auf CD3 irgendwann nochmal zurückkommst, um die Sachen, die du vorher gemacht hast, dann fertig machen zu können. Was ich ja auch schon gesagt habe mit diesen einen Automaten, wo du Geld reinsteckst und du kriegst aber kein Item raus, weil das Item ist halt ein Late-Game-Item. Oder dass du halt hier nicht von Aeris zum Beispiel die Blume bekommst und dass du dann die Wahl nicht hast, die entweder A, Marlene zu geben oder B, tiefer. Also hier ist automatisch tiefer, kriegt die Blume. Und hat noch andere Entscheidungsmöglichkeiten. Aber ansonsten? Wie fandet ihr denn das Spiel? So grafiktechnisch, storytechnisch. Also grafisch war es top-notch, ne? Außer dass manchmal einige Texturen nicht laden wollten, warum auch immer. Ja, und bei der Story merkt man halt, ne, dass das japanische Autoren sind. Weil wir sind halt nur amerikanische Autoren gewöhnt. Weil wir auch sehr viele amerikanische Serien und amerikanische Filme gucken. Daher sind wir deren Autorenstil eher gewöhnt als den japanischen Autorenstil, ne? Ist ja genauso wie einige Leute sich auch keine deutschen Filme angucken können. Gibt eine Mod, weil ich das gerade sehe mit Don Corneo, ne? Gibt eine Mod, wo du bei Aeris und Tifa die ganze Zeit mit diesen Kleidern rumlaufen lassen kannst. Also, dass sie die ganze Zeit einfach anhaben. Das habe ich allerdings aber erst geguckt. Die Mod habe ich mir erst angeguckt, nachdem ich bei Don Corneo war. Also ich habe mir keine Mods vorher angeguckt, wegen den Kleidern oder sowas. Ich wollte nur wissen, ob es geht, aber pff. Hallo. Gibt immer irgendjemand, der da irgendwas macht, ne? Gibt ja sogar eine Mod, da wird Jesse einfach auf Tifa übertragen. Also Tifa sieht dann einfach aus wie Jesse die ganze Zeit. Gibt schon ein paar kranke Mods, ey. Also was ich mich jetzt natürlich frage, ne, was ist denn jetzt eigentlich mit Jesse? Wedge hat überlebt, Biggs hat überlebt. Also Wedge war der Dicke, Biggs war der Kurzhaarige da, der Dünne. Aber Jesse haben wir nicht gesehen. Wo Jesse eigentlich auch gestorben ist, ne? Sieht man ja gerade.
Das ist die Katze. Wie heißt die nochmal? Kate Sith oder so? Kate Sith? Kate Sith? Oh. Ich nenne die immer Reef. Reef Katze. Weil ich immer das Gefühl hatte, dass Reef die Katze steuert. Obwohl sie ein eigenes Leben hat, aber. Ich hab die trotzdem immer so genannt. Keine Ahnung warum. Stimmt, du konntest auch die Charaktere gar nicht mehr umbenennen, fällt mir gerade auf. Hatten wir nicht Eris mal gestorben genannt oder sowas? Oder tot genannt? Warst du nicht auch dabei bei diesem Original-Playthrough? Ja, ne, Mädchen? Eris hatten wir, glaube ich, tot oder gestorben oder so genannt. Kannst du dich auch dran erinnern? Also vieles deutet wirklich darauf hin, dass sie die Story neu schreiben wollen. Remake halt, ne? Nochmal neu machen. Und zwar wahrscheinlich so, dass es auch Sinn macht. Weil manche Sachen hatten irgendwie keinen Sinn gemacht oder standen sich selber im Weg, besonders wenn du die Crysis-Spiele gezockt hast. Before Crysis, mit Crysis und After Crysis. Waren ja auch nochmal drei Spiele über Final Fantasy VII. Ja, aber wie hieß der zweite? Before Crysis? Nicht mit Crysis, nee, so hieß es nicht. Crysis Core hieß das, glaube ich. Und After Crysis. Und nach After Crysis fängt Final Fantasy VII an. Also nahtlos. Aber ich fand es interessant, dass sie diese Zukunftsbilder gezeigt haben, ne? Dass sie da immer so Ausschnitte von dem Film genommen haben. Von Advent Children. Ich freue mich schon darauf, die Thumbnail zu machen. Kampf-Thumbnails kann ich ja leider nicht nehmen, weil da ständig immer die UI im Weg ist. Obwohl es da auch ziemlich gute Bilder gab, aber kann ich nicht nutzen, wenn da die UI drin hängt. Ach, was? Ich wusste gar nicht, dass das auf der Unreal Engine läuft. What? Wird aber wahrscheinlich noch die Unreal Engine 4 sein, ne? Meinst du, der neue Teil läuft dann auf der Unreal Engine 5?
Mit den Lumen und Nanites? Wo die Spiele richtig krass aussehen. Squaresoft. Ah, nee, Square Enix.